Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play City War Beyond. Heute mal ein bisschen leiser, weil ich dachte mir, es wird Zeit, etwas Ruhe in diese Welt reinzubringen. Außerdem habe ich mir gerade ein Video angeguckt, das von Markiplier, The World Quiets, das Let's Play. Und ich dachte mir, das ist eigentlich eine ganz schöne Idee, das auch mal umzusetzen hier in CWB. Und deswegen heute mal ein bisschen leiser. Ich hoffe, das kriege ich mit den Audioeinstellungen alles so hin, dass ihr mich auch gut hören könnt. Ja, was haben wir heute vor? Ich wollte eigentlich ein bisschen rumlaufen und roten Farbstoff holen, aber wir haben ja zum Glück schon welchen. Den können wir gleich mal zusammentun mit unserer Wolle, die wir hier haben, und dann Teppich daraus machen. Denn wir brauchen ja immer noch den Teppich für unsere Eingangshalle. Denn wie wir alle wissen, für so populäre Leute wie uns ist nur der rote Teppich gut genug. Und deswegen hauen wir dir erstmal hier alles hin. Das sieht doch schon sehr schön aus. Und natürlich hier oben muss auch noch roter Teppich hin. Okay, vielleicht hier auf die Treppe, weil das funktioniert nicht. Aber hier zwischen auf jeden Fall. Und dann, ja, schauen wir einfach mal, was heute noch so anfällt. Hier geht es nicht, weil hier die Leiter am Weg ist. Hier leider auch nicht. Aber hier müsste das ja funktionieren. Wir können das leider auch nicht auf das Glowstone draufsetzen. Das würde das Glowstone nur abdecken. Und das scheint leider nicht durch. Okay. Der ganze Boden ist jetzt mit rotem Teppich bedeckt. Sieht doch eigentlich ganz gut aus. Könnte man zwischendurch noch Kontraste setzen, aber muss man auch nicht. Man muss ja nicht alles überreizen oder überdehnen. Ich könnte mal gucken, aber eigentlich passt das schon so. Ich würde sagen, ich gehe mal kurz in meine Dimension und packe mal meine Erfahrungsbären weg. Und danach gucken wir mal nach den anderen Erfahrungsbären, die wir hier noch so haben. Haben wir hier noch was drin? Nein, nichts von Bedeutung. Okay, dann lasst uns jetzt zurückgehen in die reale Welt. Und hier gehe ich jetzt erstmal schlafen, bevor es weitergeht. So, die Tür machen wir zu. Und dann geht's ab ins Bett erstmal. Okay, ich kann nicht schlafen. Es ist offensichtlich noch keine Nacht. Deswegen esse ich jetzt was. Und guck mal, ob ich mein Zimmer noch ein bisschen dekorieren kann. Denn wir haben ja hier noch ein paar Köpfe rumzuliegen. Viereckige. Die rollen natürlich nicht gut. Aber wir wollen hier natürlich auch keine Köpfe rollen lassen. Ist ja ein sehr friedliches Let's Play. Ein paar Mudbricks, die habe ich in der letzten oder vorletzten Folge gegossen und dann schmelzen lassen. Was wir damit bauen können, das werden wir möglicherweise noch herausfinden. Aus den Mudbricks kann man sich auf jeden Fall ein schönes Schlammhaus basteln, würde ich sagen. Dann packen wir die erstmal hier rein. Vielleicht können wir ja die noch in irgendeiner Art und Weise benutzen. Okay, ich gehe wieder hoch. Ist es jetzt mittlerweile Nacht? Oder ist es einfach nur so ein bisschen dunkel? Okay, ja, nee, es ist nur ein bisschen dunkel und es regnet. Ist offensichtlich noch Tag. Trotzdem kann ich hier mal die Köpfe an der Wand anbringen. Da oben. Spielerkopf. Hier sind Zombies. Da am Fenster. Creeper. Und ich würde sagen, hier ganz außen
können die Skelettköpfe hin. Und hier unten, wie gesagt, Zombieköpfe. Davon haben wir ja noch genug. Okay, super. Und dann esse ich mal noch einen leckeren Keks zwischendurch. So, was können wir denn hier oben noch machen? Ich finde das eigentlich ganz schön, was hier los ist. Okay, dann machen wir einfach mal weiter. Jetzt müsste die Sonne langsam untergehen. Und jetzt können wir auch schlafen. Das ist super. Ganz klasse. So. Okay, weiter geht's. Wie gesagt, wir wollten hier nach den Bären einmal gucken, die wir draußen noch haben. Und heute geht's leider noch nicht weiter mit dem Game of Thrones Recap, was wir ja in der letzten Folge mit Mystery gemacht haben. Da der Mystery gerade nicht da ist oder keine Zeit hat, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich ihm vorhin geschrieben und er hat bis jetzt noch nicht geantwortet. Deswegen denke ich mal, er ist beschäftigt. Oh, und jetzt habe ich die Connection verloren vom Server. Was ist hier los? Bin ich vielleicht zu leise? Das ist die Frage, die wir uns stellen. Okay, ich würde sagen, das war es jetzt erstmal für diese Folge. War eine sehr ungewöhnliche Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Ich werde mal gucken, was ich jetzt noch machen kann. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ich könnte hier einmal refreshen. Okay, can't connect to server. Also Leute, bis dann und ciao.